Hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play I Wanna Be The Guy. Beim letzten Mal wurde Bowser, Ward und Wily besiegt, auch wenn man am Ende mich nicht mehr gehört hat, denn ich habe vergessen, mein Mikrofon anzumachen. Das war sehr klug von mir, weil ich hatte es irgendwie ausgemacht, nicht mehr drauf geguckt. Dadurch sind euch leider meine Freudenschreie entgangen, die es definitiv gab. Und meine Panik, als ich wieder über die Kugel springen musste. Naja, jetzt geht's auf jeden Fall weiter. Diesmal mit Stimme und wieder mit Co-Kommentator. Ah, ich bin auch mal wieder dabei. Gut. Ja. Das habe ich letztes Mal auch erklärt. Wenn man die... die Musik hat mich schon wieder eingefangen. Nein, wenn man die Kugel hier aufnimmt, dann kann man wieder zurück, aber viele wissen nicht, dass man springen muss, weil es ein bisschen erhöht ist. Und das ist eine richtig gemeine Falle, weil man hat ja gesehen, nicht mal auf Medium ist im nächsten Raum ein Speicherpunkt. Und ja, das ist gemein. Ja, wäre auch blöd, wenn es ein Speicherpunkt wäre. Da könnte man sich ja leicht versaven. Entweder wenn man in den Stacheln springt, oder man könnte den Save benutzen, um die Stacheln, die von oben kommen, leichter zu umgehen. Also von daher wäre ein Zwischenraum angebracht oder... Naja, oder es wäre ganz zu Anfang irgendwie ganz unten der Speicherpunkt und dahinter dann so ein fester Block, dass man es nicht treffen kann. Ups. Klar, wäre das Layout minimal anders, aber sowas würde, denke ich mal, gehen. Es würde freundlich sein, sagen wir es mal so. Dieses Spiel ist nicht freundlich und ich bin nicht gut in diesem Spiel. Ja, komm, jetzt mal ein bisschen mit Konzentration. Naja, das wird wieder. Wie gesagt, beim ersten Mal ist man wirklich schlecht, aber sobald man das wieder spielt, dann weiß man ja schon, wo die Fallen sind. So, die meisten merken sich ja. Und dann spielt man auch viel besser. Ja, du kannst ja trotzdem versuchen, mich wieder mit Tipps hier durchzubringen. Ja, klar. Du kannst den ersten Sprung auch gleich in die Lücke reinschaffen. Okay. Also, es ist zwar relativ schwierig, aber es ist möglich. Ich mache es immer so, da ich dann genug Zeit habe für die restlichen Sprünge. Wow. Also, und wieso stehe ich da oben? Ups. Ja, es gibt einen Pixel, auf dem man stehen kann. Ich bin nicht mal der Meinung, dass es ein Pixel ist, sondern ein Subpixel. Subpixel sind Pixels, die nur im Spiel existieren, aber nicht angezeigt werden. Gott, was mache ich denn gerade? Probier mal ganz knapp von den drei Stacheln einen großen Sprung zu machen und spring dann wieder. Weil dann kannst du zwischen die zwei Stacheln reinkommen. Dann hast du genug Zeit. Das war viel zu früh. Es geht sich wirklich nur aus, wenn man das gut macht. Und es geht zwar auch ohne den Sprung, aber dann ist es relativ schwierig. Dann muss man sich wirklich beeilen. Erinnerst du dich noch an die Falle in dem Raum? Nicht so ganz. Gut, dann lass ich dich einmal reinlaufen und dann helfe ich dir. Bei dem. Der Sprung stört gerade noch. Also da brauche ich doch einen Doppelsprung für, oder? Ja. Man kommt mit dem Single Jump nur genau auf den Pixel, an dem man sterben kann. Das ist so richtig schön. Das ist so schön. Weil das das Spiel auch so einfach macht. Falls du siehst, der Stachel ist einen Pixel oder zwei Pixel gesenkt gegenüber dem linken. Gerade nicht drauf geachtet. Ja, wenn man genau schaut, merkt man das. Auch mit dem Hintergrund. Da ist ein kleiner Unterschied an der Höhe. Ehrlich gesagt, nicht so richtig. Naja, Beiden. Ah ja, klar. Ich hatte irgendwie die beiden unten, die weiter rechts auf dem Boden gerade verglichen und die sehen sowas von identisch aus. Sind sie auch. Es sei denn, der Typ hat gefailed. Aber der eine ist nur ein wenig niedriger, damit der Sprung leichter ist. Okay, das wäre mir jetzt gerade so nie aufgefallen. Es wäre dir aufgefallen, wenn er ein bisschen höher gewesen wäre. Dann wärst du mit Sicherheit aufgefallen. Weil dann wäre der Sprung richtig asozial. Ja, das war viel zu früh. Ja, dadurch wird es knapp. Ich werde es auf jeden Fall versuchen, in einem durchzukommen. Also es ist möglich, dass man in einem komplett durchkommt. Ja, habe ich ja auch schon geschafft. Nein, ich meine ganz komplett durch. Ach so. Also ohne in die Lücke zu gehen. Das war wieder zu früh.
immerhin weiß ich das mit dem Speichern. Wenn ja, ich jedes Mal hier den Boss wieder machen müsste. Dann hätte das Let's Play an die 500 Parts. Naja, die würde ich herausschneiden, aber ich hätte keine Haare mehr. Ja, okay. Aber dann hätte ich bitte gerne einen Pick von dir, wenn es soweit ist. Nee. Shit. Also, wenn ich das tröste, nach dem Raum wird es wieder ein bisschen einfacher. Sofern du Reaktion gegenüber den Gegnern hast, die du schon kennst, vom oberen Teil. Das wird man dann sehen. Ja, das wird man wirklich sehen. Aber irgendwie ein bisschen slow da noch drin, ein bisschen viel. Ja, das liegt vielleicht an Skype am Recorden, das ist vielleicht alles ein bisschen zu viel für das Spiel. Und für meinen Laptop. Ja, wie viel Auslastung hast du momentan eigentlich? CPU, müsste ich gleich mal nachgucken. Kurzen Moment. So, da bin ich wieder. Nur mal kurz was ausprobiert. Ja, das hat so einiges an den Lags erklärt. Ja, CPU-Auslastung ist etwas hoch. Es fühlt sich halt nicht ganz flüssig an dadurch. Wackelt zwischen 94 und 98%, das ist ein klein wenig viel. Oh Gott. Wobei das nicht gerade erklärt, wieso ich gerade in Stacheln renne. Naja, du fühlst dich verunsichert wegen der hohen Auslastung. Deswegen hast du Angst, dass es laggen könnte und dann willst du auf Nummer sicher gehen und genau deshalb fällst du da. Also ich versuche jetzt mal spielerfreundlich zu erklären. Ich muss dich ja auffahren, hast du ja gesagt, ich soll dich auffahren. Das geht gerade noch. Shit. Aber die Grillparty bei der letzten Aufnahme, das war ja wirklich schlimm. Ja, wie viel der teilweise runterwirft. Ja, okay. Aber nur nachdem du stirbst. Dann fuck ich ja die Bude ab. Ah, teilweise hat er mir auch so ganz schön eingeheizt. Das war wieder zu Mist, zu früh gesprungen. Ja, das kann ich direkt vergessen. Das Schlimme ist, dass man ja den Zeitdruck hat. Selbst wenn man den Zeitdruck nicht sehen würde, dann wäre es auch kein Problem, in der Zeit durchzukommen. Aber gerade wenn man sieht, die Sachen kommen, nein, das schaffe ich nicht, das schaffe ich nicht. Und dann, ja. Ja, das war wieder zu früh reingelenkt. Okay. Nein, das war eigentlich gar nicht so schlecht vom ersten Absprungpunkt. Ja, das wird hoffentlich mal. Es ist auf jeden Fall leichter als der Boss, vor allem wenn man hinten speichern kann. Aber wie ich das erste Mal durchgespielt habe, habe ich es ja ohne hinten speichern gemacht, weil ich gedacht habe, ich kann nicht mehr raus. Das sollte doch auf gleicher Höhe sein. Und ja, da hat es dann lange gedauert. Ja, ich habe zwar den Boss dann fast jedes Mal geschafft, nur das Problem ist, ich bin trotzdem nicht durchgekommen. Ja, und trotzdem, auch wenn man den Boss super kann, dauert es ja 3-4 Minuten, bis man ihn besiegt hat, oder? Ja. Zwei zumindest. Ja, das Problem war immer Bowser und Wart, das lange Warten. Ohne dass man da auch irgendwie was machen kann. Oder groß aufpassen muss. Das senkt in die Konzentration und dann stirbt man erst recht danach. Stimmt, ja, das war die Gemeinheit hier. Man durfte nicht auf den Teil drauf. Richtig. So, jetzt hast du die Falle endlich einmal erwischt. Und jetzt kann ich dir auch sagen, wie man es machen kann. Indem also man über den Block drüber springt? Und genau in der Lücke drin landet oder danach nach der Lücke landet und zurückläuft. Man darf eben nur den Block vor der Lücke nicht erwischen.
Gut, diese Lösung hatte ich mir auch fast gedacht. Ich glaube, die tut sich jeder halbwegs Person mit Verstand ohne Satzbau. Ja, Satzbaufehler. Ja, irgendwie der Satz ging nicht wirklich flüssig weiter. Wie will ich das nochmal? Ich weiß grob, was ich sagen will, aber ich weiß nicht, wie ich es jetzt in einen Satz formulieren kann. Soll ich mal probieren? Nö, ich glaube, das hat schon fast jeder verstanden. Ja, das stimmt schon. Genauso wie das mit der Druckplatte. So ungefähr, sie wissen, was du meinst, aber sie soll sich den Satz selber denken. Okay. Dann musst du einen ganz leichten Sprung machen. Und dann noch einen Luftsprung. Ich werde es probieren. Das reicht, also wenn ich... Da komme ich nicht dran, wenn ich nur so mache. Moment mal. Ich glaube, das geht sich knapp nicht aus. Und falls es sich ausgeht, dann ist es trotzdem schwerer, weil es dann so ein perfekter Pixel-Jump ist, wo man im richtigen Moment in der Luft weg muss. Also über den ersten kommt man nicht drüber, das weiß ich. Aber über den zweiten, weil er ein bisschen flach ist, vielleicht. Oh Gott. Da ist gerade mal wieder eine blöde Stelle. Da ja, aber... Ich einfach so viel Zeit dran. Ja, ich weiß, ich werde da... Das war schon wieder zu früh. Ich werde da schon bei Zeiten in absehbarer Zeit drüber kommen. Das meint mir auch nicht so die Gedanken. Ja, es ist halt nur das Problem, wenn du lange an einer Stelle bist, dann... fällt einem auch nichts mehr so richtiges zum Reden an. Was soll man noch reden? Und die ganze Zeit Stachelwitze? Naja, bei jedem Tod, es wird... Ich bin gestorben, warum? Stachel. Ich bin schon wieder gestorben, warum? Ja. Stachel. Ich bin gestorben. Stachel. Stachel. Ja. Manche Leute finden es sehr lustig, wenn man sagt, weil Baum. Ich will nicht sagen, dass es unlustig ist. Es ist unlustig, aber ich will nicht sagen. Und deshalb können wir auch sagen, weil wir einfach nur wieder geil spielen, weil Stachel. Das Spiel ist doof. Warum? Weil Stachel. Boah. Das war wieder zu früh. Die letzte Runde war es eigentlich gut, aber irgendwie konnte ich nicht den zweiten Sprung machen. Ja, solche Sachen kennt man. Wenn dann mal ein Frame laggt und man drückt genau in den Frame, dann kann man leider nicht springen. Das ja, ist so ein gewisses Problem. Wenn es so... Weil es gerade ja auch halbwegs knapp ist. Man muss ja schon ziemlich genau treffen. Ja. Aber keine Angst, es gibt schlimmere Spiele. Joch, hey. Ich hoffe, dass ich mit ihnen nichts zu tun haben werde. Du bist doch ganz lieb und erfüllst mir sicherlich einen Wunsch, oder? Nein. Nein. Du bist gemein. Oh shit, nicht weit genug gedrückt, das war richtig dämlich. Ich erkläre Leuten, die es nicht kennen, I Wanna Be The Guy für gewöhnlich als unfaire Version von Super Meat Boy. Wie soll ich dann die I Wanna Kill The Guy erklären? Als unfaire Version von I Wanna Be The Guy? Nein, als unfaire Version von einem Jump'n'Run-Spiel, wenn man nicht weiß, was man zu tun hat, ist es so unfair, dass man es nicht spielen sollte. Ich meine, es ist ja noch schlimmer. Das gleiche... Nee. Naja, ich könnte es jetzt eigentlich genau beschreiben, nur dann würde das sicherlich in dem Part nicht mehr reichen. Das ist so das Problem. Und das Video wäre dann erstens ab 18, wenn man nicht viele Piep-Sounds reinbringt. Das wäre dann das so eine korrekte Beschreibung. Sagen wir es mal so, eine fachgerechte, korrekte Beschreibung. Von den schwersten I Wanna Kill The Guy Levels. Lass mich raten, man stirbt in denen. Das haben die so an sich, das ist ja das Problem. Man will ja nicht sterben, aber es lässt sich leider meistens nicht vermeiden. Aber du bist sicherlich so freundlich und spielst die leichteren von den schweren Level, die was circa ein bisschen schwieriger als I Wanna Be The Guy sind. So freundlich bist du sicherlich. Nein. Bitte. Okay, dann kriegst du die leichten. Nein. Die leichten sind sogar leichter als I Wanna Be The Guy, das wird deinen Spaß.
Ich will gar nicht wissen, was du gerade denkst, aber sicherlich was Böses über das Spiel, aber was soll's. Nee, im Wesentlichen, wieso habe ich nur 13 FPS? Ja, das ist selbst auch so eine Sache, die man sich fragen könnte, aber... Selbst für Skype und Aufnahme ist für mich nicht so schlecht. Naja, so wie der Computer gerade halt Lust hat, das ist immer so. Gucken, vielleicht gleich mal neu starten. Ja, machen wir kurz Pause. Bin gleich wieder. So, weiter geht's und hoffen wir das Beste. Zumindest für den ersten Moment sind es ein paar FPS mehr. Aber schauen wir einfach mal. Jeder Frame pro Sekunde zählt. Ja, solange es gleichmäßig und halbwegs schlüssig bleibt. Gleichmäßiger Slowdown hilft eventuell. Ja, ist schlimm, wenn man plötzlich mal langsamer, mal schneller ist. Kann man es ganz schlecht einschätzen. Zu hoch. Naja, aber... Okay, jetzt ist es gerade wieder auf 13 runter. Ich wollte gerade sagen, aber eigentlich so doppelt so hoch wie vorhin. Ach, keine Ahnung, was da los ist. Oh Gott. Dann kann man... Springt er manchmal so spät. Ja, langsam solltest du wirklich mal durchkommen. Sonst fange ich wieder an Blödsinn zu labern. Das wäre unvorteilhaft. Aber ich würde mal sagen, als Co-Kommentator, bei dem mache ich auch sicher gute Schleichwerbung. Abonnenten wären ja noch gut. 500 will ich ja noch schaffen dieses Jahr. Gott. Ja, 500 habe ich auch fast. Ja, fast. Hast du jetzt schon 100? Nein. Oh Gott, dann gehe ich zu weit. Das gibt's nicht. Ich will da durch. Ja, das glaube ich dir. So wieder mal was Neues entdecken. Komm, und du bist dafür gedacht zu reden, wenn ich mich hier konzentriere. Ja, das ist so gerade das Problem. Mir geht der Text aus für diese Passage. Ich habe mir extra einen Text für das ganze Spiel geschrieben. Naja, nicht wirklich, aber... Stell dir mal vor, ich würde einen 1000 Seiten langen Text schreiben für das Spiel, was ich in welchem Raum sagen kann. Und dann geht mir der Text aus. Dann weißt du, dass das Let's Play so lang wird. Also ich fände es nicht gerade unrealistisch, wenn ich mir das hier gerade angucke. Ach komm schon, jetzt mach dich nicht so runter. Ich soll dich doch aufbauen und... Wenn ich ein bisschen Schwachsinn rede... der eigentlich realistisch ist leider, dann sollte dich das doch aufbauen. Ja. Aber das sollte dir ein Ansporn sein, dass du weitergibst, dass mir nicht der Text ausgeht. Was gerade leider der Fall ist. Es ist ja blöd, wenn du immer an den gleichen Stacheln stirbst, dann halt kann ich dir keine neue Geschichte erzählen. Wenn du wenigstens von diesen Bots nachher erschossen wirst, dann gibst du was Neues. Es wäre zwar das gleiche Blutfeuerwerk, aber es wäre wenigstens eine andere Ursache. Ja, die Passage ist nervig. Aber ich muss deine Motivation erhöhen, es wird ja noch schlimmer. Nee, wenn ich nur ganz diesen kleinen Sprung mache, also das... Vielleicht wartest du mal kurz so in der Luft und wenn du runter gehst, dann genau ja. Wenn du runter gehst, springst du rein, dann noch einen kleinen Luftsprung. Das müsste eigentlich so funktionieren. Ja, ich wirklich drauf anlege, komme ich noch etwas geringer, aber es dann zu schaffen. Naja, ich habe mal so eine Situation gehabt, da habe ich den Sprung geschafft und dann zu hektisch, ich muss zum Speicherpunkt, springe ich danach in die oberen Stacheln hinein.
beim letzten Sprung. Ich konnte einfach nicht warten. Und dann bin ich einfach in die oberen Stacheln reingesprungen, als sie schon raufgegangen sind. Ja, aber danach sollte man doch eigentlich mehr als genug Zeit haben, oder? Ja, hat man eigentlich auch, weil die kommen noch nicht wieder runter. Also wenn dir dann die Zeit ausgeht, dann hast du auch so ein Problem. Weil dann stimmt irgendwas mit dem Spiel nicht. Naja, die Zeit könnte dir schon ausgehen, aber nicht aus spieltechnischen Gründen. Kennst du eigentlich einen Bug, dass Bowser direkt besiegt wird? Ja. Den hatte ich gestern zwar immer auch, nachdem ich es noch alleine weitergespielt habe, sondern direkt da oben explodiert ist, ohne dass ich irgendwas gemacht habe. Echt? Nein, so einen Bug kenne ich nicht. Ich kenne nur einen Bug, dass man den Kampf skippen kann. Nö, also ich komme in den Raum rein, er will gerade rein, man sieht oben in der Ecke so gerade das unterste Ende von Bowser und dann fliegt er in die Luft. Hast du es recorded? Ich hatte es vielleicht dann wieder weggeschmissen. Ich weiß nicht, aus irgendeinem Grund hatte ich es nicht. Das hat mich gewundert. Ja, es wäre auf jeden Fall ein cooler Bug zu zeigen. Auf jeden Fall, wenn man das absichtlich könnte, wäre es zeitsparend, weil dann... Ja. Ich hatte nur das Gefühl, dass es, nachdem ich besonders lange vorher gewartet hatte beim Speicherpunkt, dass dann passiert ist. So im Sinne von, ich war vorher AFK und gehe dann in den Raum rein und dann explodiert er. So nach dem Sinne, Bowser denkt, oh, jetzt kommt der Depp endlich. Ups, die Bombe ist ja schon am Explodieren. Und Game Over für Bowser. Was? Aber das Gute ist, du kommst immer näher, also ich hoffe mal, dass das so weitergeht, weil dann schaffst du es auch bald. Das hoffe ich die ganze Zeit schon, aber... Dann springt er wieder nicht. Ja, komm schon. Go, Belarion! Go! Kannst du nicht das arme Kind die ganze Zeit umbringen? Okay, du kannst schon, aber... Du machst das ja auch, aber es ist halt nicht so freundlich. Es ist moralisch nicht vertretbar, dass du ein 15-jähriges Kind die ganze Zeit umbringst, indem du es in Stacheln laufen lässt. Er hat eine Schleife auf, er hat's verdient. Das liegt nur am Pussy-Modus. Hättest doch harten Modus nehmen können, dann hätte er keine Schleife. Mal kurz was probieren. Ich will mal kurz, ohne dass du was siehst, wie es auch auf der FPS und kannst dir vorstellen, was ich gerade mache. Ja, also im Prinzip läufst du vom Speicherpunkt durch einen Raum mit einem Boss, der nicht mehr da ist. Das mache ich gerade. Dann kommen die Stacheln langsam hinunter und du springst in einen Stachel hinein, weil du es einfach noch nicht schaffst. Interessanterweise hat sich kaum was geändert. Ja, ich weiß. Nein, auch an flüssigem Bild. Ja, das liegt daran, dass das Spiel denkt, oh, jetzt sind es noch weniger Zuschauer, jetzt ist es noch mehr egal, was ich mache. Weiter geht's und jetzt sollte es wirklich besser laufen. Wird? Ja, ich habe so lange gewartet, dass aus dem einem der oberen Räume so ein Untier hier reingestürmt ist. Das hatte ich schon mal und ich passe da sogar durch. Das heißt, Kit hat ein wenig abgenommen. Jetzt schaffst du es fast direkt im ersten Mal. Ja, das wäre so typisch. Sehr so typisch. Zuerst Ärger mit Skype und dann... Das soll keine Schleichwerbung sein, nur zur Info. Fast. Ja, jetzt gerade geht's aber wieder runter. Meine Güte, was ist heute los? Es ist heute sicher nicht der Tag der Aufnahmen. Nicht mal 100%. Ja, jetzt sind wieder 13 FPS und ich frage mich, wo die ganzen... Wo das Ganze hin ist. Fühlt sich auch so viel schlechter an, die Steuerung. Also, mich brauchst du nicht fragen, ich verstehe es nicht. Obwohl ich mich eigentlich relativ gut mit Computer auskenne. Ja, ich ja auch, aber... Wo es gerade hingeht, weiß ich echt nicht.
Ich muss auf jeden Fall noch schneller werden, wenn ich mehr Zeit habe da hinten. Ja, ein bisschen herumversuchen. Von mir aus können wir auch das Gespräch laufen lassen oder was auch immer. Oder du lässt einfach Skype normal laufen, wenn das keinen großen Unterschied macht. Aber Skype normal laufen? Naja, ohne was denn zu machen, wenn der Unterschied von der vom Verbrauch nicht so groß ist. Weil so funktioniert nicht, dann macht auch die Aufnahme keinen Spaß, das Spielen. Weil wenn man durch Lags die ganze Zeit stirbt, obwohl man es eigentlich schon geschafft hätte können. Ja, es stirbt nicht durch Lags, es ist halt sehr unangenehm zu spielen, wenn man es teilweise recht, es nicht so flüssig wirkt. Und ja, das kenne ich von der Wii, wenn man von 50 Hertz nicht auf 60 Hertz umstellt, dann ist das Bild bei Mario Kart Wii auch total unflüssig. Das fühlt sich grässlich an. Nur bei manchen Gamecube-Spielen muss man das umstellen, weil sonst der Rand zu stark abgeschnitten ist. Und das ist halt dann unvorteilhaft, wenn man nicht mehr lesen kann, was eigentlich für das Spiel wichtig ist. So, ich habe einmal die Aufnahme ausgemacht. Nimmst du jetzt wieder auf? Ja, ich hatte es erstmal wieder angemacht und in einem durch. So, ganz ohne Probleme. Naja. Okay, mach die Aufnahme aus und wir spielen das Spiel schnell durch. Ich bin entsorgt und alles ist gut. Erstmal reicht's für diesen Part. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich da nicht sowieso was rauskarte, weil der über 20 Minuten oder so lang war. Viel zu lang für das, was da eigentlich war. Und das nächste Mal kämpfen wir gegen Gegner und ich kann Sachen töten, nicht nur getötet werden. Das wird ein Spaß. Ja, du könntest ja einmal kurz reinspringen, zu sehen, wie das ist. Naja, die Viecher kamen ja schon mal. Ja, die kamen oben, aber da kommt ja auch noch sowas. Ups, in die falsche Richtung geguckt, sonst hätte ich das geschafft. Naja, bis dann.